Tom's Talktime, Folge 632. Dass es eigentlich nicht so wichtig ist, was man genau macht, sondern dass man es mit Entschlossenheit macht und dranbleibt. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein aus dem wilden Westen und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht an den wunderschönen Tegernsee. Bei mir ist der Ludwig Klitsch mit dem Spitznamen Billy. Hallo Billy, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Tom, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Billy, du hast eine ziemlich coole Story mit eurem Familienunternehmen. Und zwar, das Familienunternehmen wurde 1962 schon gegründet und ihr habt eine Klinikgruppe oder Medizingruppe, Gesundheitsgruppe Ideamed gegründet. Oder beziehungsweise deine Großmutter hat es gegründet. Und du hast die Gruppe 2007 übernommen. Ihr habt verschiedene Firmen dabei, unter anderem ist es eben noch die Reha-Klinik, Klinik im Alpenpark, auch unten am Tegernsee, was so mehr oder weniger eigentlich schon fast mehr ein Fünf-Sterne-Hotel ist als eine Klinik oder besser gesagt beides miteinander kombiniert. Eure Schwerpunkte sind Psychotherapie, Psychosomatik oder eben halt auch diese Reha-Klinik für Leute, die, ich sag mal, schwerere Operationen über sich ergehen haben lassen müssen, so rum. Und du hast das führende Terminportal für Arzttermine, Dr. Lieb, auch gegründet. Und heute bist du hier bei mir im Interview, was mich besonders freut. Und wir werden mal so ein bisschen darüber reden, wie das ist, Familienunternehmen zu übernehmen, weiterzuführen, so Stichwort Erwartungen und auch neue Firmen natürlich zu gründen. Das heißt, du hast ja wirklich unheimlich viel Erfahrung in diesem Bereich. Also war das als Überblick über dich richtig? Also Tom, ich bin sehr beeindruckt. Gesundheit ist ja immer ein kompliziertes Gebiet und du hast es schon wunderschön zusammengefasst. An einer Stelle muss ich ein bisschen korrigieren. Dr. Lieb habe ich nicht gegründet, sondern da habe ich quasi nur früh mit rein investiert. Das ist quasi nicht meine Kreation, aber den ganzen Rest, das hast du toll zusammengefasst. Danke dir. Perfekt, sehr gerne. Das war natürlich auch nur ein grober Überblick über dich. Erzähl doch selber mal kurz ein bisschen was über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Privates. Wer ist der Billy privat? Was machst du so, wenn du eben nicht arbeitest? Und dann natürlich, was machst du beruflich genau? Ja, wer ist der Billy privat? Ich bin 41. Ich habe BWL studiert, bin jetzt ein glücklicher Vater von drei Kindern, habe meine Frau im Studium kennengelernt und wir beide quasi teilen nicht nur Ehe, sondern auch Unternehmen. Was mache ich am liebsten? Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich jetzt, dass ich am Tegernsee leben kann und wir gehen eigentlich fast jedes Wochenende auf den Berg, fahren Ski, machen viel Sport, genießen die Umgebung. Jetzt mit 41 ist das hier am Tegernsee auch, sage ich mal, dann das richtige Alter. Als ich mit 29 hierher gezogen bin, da haben wir uns beide noch gefragt, ob das nicht ein bisschen zu früh war. Aber jetzt mit den Kindern ist das ganz großartig. Das ist, glaube ich, dem. Ja, beruflich habe ich ja vor 13 Jahren mit meiner Frau zusammen die Firma übernommen und das war damals eine extrem wilde und spannende Zeit, weil wir waren beide eigentlich in guten Jobs, ich in Berlin und sie in Wien und wir hatten eigentlich, waren wir im Zweifel, ob wir das tatsächlich machen wollten, denn es ging damals nicht so wahnsinnig gut. Die Seehofer-Reform, wie sie damals genannt war, im Gesundheitswesen war gerade so am Abklingen und es ging der Familienfirma sehr, sehr schlecht und über eine Nachfolgeregelung, die etwas unglücklich war, weil mein Vater war schon 1990 verstorben, waren die Firmen auch nicht in so wahnsinnig guter Verfassung und wir haben uns damals tatsächlich gefragt, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und meine Frau hat mir da so den Schubs gegeben und hat gesagt, komm, das müssen wir unbedingt machen, wir müssen die Chance ergreifen. Und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung. Und können seitdem sozusagen in unserem eigenen kleinen Reich, es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so klein, aber selber unternehmerisch gestalten. Das ist so die Story, die uns bis hierher führt. Welcher Bereich, also unternehmerisch betrachtet, beansprucht denn die meiste Zeit für dich aktuell?
Ja, das ist momentan gibt es zwei Dinge, die wahnsinnig viel Zeit bei mir nehmen. Das eine ist natürlich Digitalisierung. Wie antworten wir darauf? Weil ich habe das Gefühl, im Healthcare-Bereich, da rollt jetzt gerade die Welle. Das ist jetzt sozusagen der Bereich, auf den sich alles irgendwie fokussiert, wo wahnsinnig viel Veränderung jetzt kommt. Mhm. Und das zweite ist, ich habe dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange bei uns die Unternehmensführung innehabe, in Anführungszeichen, an verschiedenen Berufsverbänden mitgemacht. Und ich habe mich dann in der Berufspolitik bin ich jetzt in verschiedenen Gremien jetzt tätig und das frisst bei mir momentan auch wahnsinnig viel Zeit. Das sind so die zwei Hauptthemen, die mich momentan so neben dem Tagesgeschäft beschäftigen. Okay. Und die Firma Ideamed, die beschäftigt sich jetzt in erster Linie, da geht es, glaube ich, um Psychotherapie. Ihr bildet, glaube ich, auch irgendwie mit den meisten Psychotherapeuten aus und auch um Psychosomatik, oder? Genau, also unsere Firma quasi sind Kliniken, ambulante Zentren und Ausbildungszentren. Sicherlich eine untypische Klinikgruppe an der Stelle. Wir haben die Bayerns älteste Psychosomatik. Die Psychosomatik kümmert sich ja im Schwerpunkt um psychische Erkrankungen, die man mit Psychotherapie behandeln kann. Das ist also Dinge wie Depressionen, Essstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen. Und für das haben wir in München noch zwei Tageskliniken gegründet. Unsere zweite ist erst letzte Woche ans Netz gegangen. Ist auch Deutschlands größte Tagesklinik mittlerweile, haben wir vor 5 Jahren gegründet. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Und dann haben wir ambulante Zentren gegründet, in denen auch im Schwerpunkt psychotherapeutische Teams sozusagen tätig sind, aber auch Hausärzte und Neurologen und Psychiater, also rund um die Psychotherapie nochmal. Und dann sozusagen als viertes Standbein neben unserer Reha noch eben das Ausbildungsinstitut für Psychotherapie, in dem wir quasi in allen Methoden, in allen Richtlinienverfahren, so nennt man das in der Fachsprache, in der Psychotherapie Psychotherapeuten ausbilden. Was bedeutet das mit dem, was du gerade gesagt hattest, mit den allen Richtlinienverfahren? Also ja, okay. Ich versuche es mal in einfachen Worten. Also in Deutschland quasi gibt es sozusagen sogenannte Richtlinienverfahren, die nach der Psychotherapie-Richtlinie zugelassen sind. Das muss man sich so vorstellen. Das sind sozusagen die schulmedizinisch anerkannten psychotherapeutischen Verfahren. Und da ist das Prominenteste und am weitesten verbreiteteste die Verhaltenstherapie. Aber dann gibt es natürlich noch, das kennen alle von Sigmund Freud, die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie, also als zweiter Zweig. Und jetzt ist ja im letzten Jahr noch die systemische Therapie sozusagen zugelassen worden. Und wenn ich das jetzt noch kurz erklären soll, dann die Verhaltenstherapie ist, du hast dysfunktionales Verhalten und du übst, dass du es nicht mehr machst oder es besser machst. Die Psychoanalyse ist, was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen? Also jetzt alles holzschnittsartig erklärt natürlich nur. Ja. Und was muss ich, was bedeutet das für mich und wie reagiere ich in Zukunft darauf? Wie ist vielleicht mein eigenes Selbstbild verzerrt? Und die systemische Therapie, so im Grunde, was funktioniert in meinem Umfeld nicht systemisch und was muss ich daran ändern? Ah, okay. Und du hast jetzt gerade aber konkret gesagt, Dinge, die gemäß der Schulmedizin anerkannt sind. Arbeitet ihr denn auch mit Alternativmedizin oder gibt es das im psychotherapeutischen Bereich gar nicht so wirklich? Also im psychotherapeutischen Bereich gibt es das eigentlich gar nicht so wirklich. Man muss ja sehen, dass Psychologe kein wirklich geschützter Begriff ist, sondern nur Psychotherapeut. Und gerade in dem Bereich gibt es, glaube ich, auch einen Haufen Leute, die sich zu selbsternannten, Therapeuten machen. Ich denke mal, Komplementärmedizin, wie wir es dann so technisch nennen, ist vor allem bei unseren Hausärzten was Wichtiges, wichtige Ergänzung und auch in unserer Reha-Klinik. Aber man muss immer vorsichtig sein, also wo schulmedizinische Verfahren diejenigen sind, die wirken und auch anerkannt sind, gehen die eigentlich immer vor. Und klar, in vielen Fällen wollen auch Patienten heute komplementärmedizinische Verfahren und dann versuchen wir sie natürlich auch, wo möglich und wo wir es seriös vertreten können, auch anzubieten. Ja, ich denke auch, also beide Dinge haben ihre Daseinsberechtigung. Also
Man muss halt immer gucken, was hat den meisten die größte Aussicht auf Erfolg, und das wird dann halt gemacht. Also jetzt so von meinem laienhaften Verständnis. Ja, klar, wer heilt, hat recht, ja. Und genau. Das ist ein ganz wichtiger Leitsatz bei so Dingen. Ja. Wie ist das denn heutzutage? Weil gerade so psychische Erkrankungen, das war ja früher, hieß es ja noch so, egal, ob es jetzt um Essstörungen, Depressionen, Burnout ging, war das ja eher noch so von wegen, ja komm, jetzt stell dich nicht so an, reiß dich halt mal zusammen, da braucht man ein bisschen Disziplin. Und das hat sich zum Glück in den letzten Jahren doch deutlich geändert, und das wird wirklich auch sowas als Krankheiten anerkannt. Wie sind denn da mittlerweile so die Heilungserfolge? Kann man da sagen, dass man, keine Ahnung, 100% der Leute heilt oder 90 oder vielleicht nur 10? Wie schaut das da mittlerweile aus? Also wenn ich ehrlich sein darf, das sind jetzt zwei Nächte füllende Diskussionen, die du aufgemacht hast. Oh. Das eine ist, wie es mit der Haltung der Bevölkerung dazu steht. Also der Leiter unseres momentan wichtigsten oder eines der wichtigsten regelsetzenden Gremien, der hat vor ein paar Jahren sich im Tagesspiegel noch zitieren lassen mit, naja, manchmal ist ein Bier trinken auch genug, um sich wieder besser zu fühlen. Der ist heute noch der Professor Hecken, der Chef vom gemeinsamen Bundesausschuss. Also ich glaube, er hat sich dann auch entschuldigt, und ich glaube auch nicht mehr, dass das seine Haltung ist, aber ich denke, die Akzeptanz in der Gesellschaft ist extrem gestiegen. Die Finanzierung durch die Krankenkassen hat sich wahnsinnig verbessert. Es ist viel, viel mehr Infrastruktur als noch vor 10 oder vor 20 Jahren mittlerweile für die Behandlung von psychischen Erkrankungen vorhanden. Da hat sich in Deutschland wirklich enorm was getan von der Seite. Und ich glaube auch, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gestiegen ist, wobei ich dir jetzt da keine Studie nennen könnte, die das belegt. Mhm. Was die Heilungschancen angeht, das ist ein riesiges Feld, über das wir sprechen. Es belegt 99 Ziffern im ICD-10, der internationalen Klassifizierung der Diagnosen. Also da müsste man sich schon insgesamt mal drüber unterhalten, für welche Bereiche. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es so viel besser geworden ist. Die Chance nur, dass wenn du was Ernsthaftes hast, dass du an professionelle Hilfe gerätst in Deutschland, ist wirklich viel besser geworden als noch vor 20 Jahren. Das kann man sicher sagen. Okay. Aber jetzt so generell kann man jetzt nicht sagen, wie, was weiß ich, wenn sich einer einen Arm gebrochen hat, kann man sagen, zu 99% ist der nach ein paar Wochen oder Monaten wieder einsatzbereit wie vorher. Wie im Krebs, wo man jetzt neue Verfahren hat oder so. Nein, du hast aber viel, viel mehr gut ausgebildete Psychotherapeuten. Ich denke, das ist sicherlich eine Veränderung, die sich in der Versorgung wirklich bemerkbar macht. Psychotherapie ist für die meisten Erkrankungen, und ich glaube, die häufigsten psychischen Erkrankungen sind immer noch Depressionen in Deutschland. Da ist Psychotherapie in der Regel, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wenn du dich stabilisiert hast, am wirksamsten. Und die Chance, dass du heute gut ausgebildeten Psychotherapeuten vor dir hast, der dir hilft, ist extrem viel höher als noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Wobei, also hier Kave auch, wenn man also depressiv ist, dann ist es häufig so, dass man am Anfang Medikamente braucht, um sich zu stabilisieren, und auch lange Zeit danach Medikamente braucht. Aber dann später im späteren Verlauf die Psychotherapie eben extrem wichtig ist. Und dass es eine Krankheit mit so wahnsinnig vielen Facetten ist, ist es extrem gefährlich, da jetzt irgendwelche generellen Regeln aufzustellen. Es gibt hunderte von Ausprägungen der Depression, und sie ist auch, glaube ich, bei jedem Patienten ein bisschen anders. Aber so ganz im Groben stimmt das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ich finde auch mit, also gerade Depressionen, das kriege ich halt selber auch mit, egal ob es jetzt einfach nur, ich sage jetzt mal salopp gesagt, über Facebook oder halt wirklich auch so aus dem engeren und teilweise erweiterten Bekanntenkreis, dass man da immer öfters was hört. Also was mich so ziemlich geschockt hat, ich habe letztes Jahr von einem meiner besten Freunde, die Tochter, die ist, ich glaube 12 oder 13 war sie, glaube ich. Und da ging es dann halt wirklich schon los von wegen, ja, hier so und so haben jetzt hier eine, sie muss jetzt geht jetzt eine Therapie, weil hier von wegen mit Suizidgedanken und schweren Depressionen, wo ich mir gedacht habe, ey, fuck, mit 13? Ich meine, ich verstehe das ja, wenn das bei, in Anführungsstrichen, Leuten in unserem Alter ist, die schon, ich sag jetzt mal, was mitgemacht haben im Leben oder eine gewisse Zeit schon sich Dinge haben anhäufen können an Dingen, die Depressionen vielleicht auswirken.
Aber dass das bei Kindern oder Jugendlichen mittlerweile schon wohl anscheinend öfters der Fall ist, hat mich echt erschrocken. Ja, es ist vor allem ein Phänomen in letzter Zeit, dass man gerade merkt, dass im Kinder-Jugendbereich der Bedarf extrem ansteigt. Ich kann dir nicht sagen, wieso das so ist, aber wir selber sind gerade dabei, unsere Angebote für vor allem Adoleszente, also gerade so das, was du angesprochen hast, so eigentlich von 11 beginnend bis 21 auszubauen. Also da gibt's in dem Bereich speziell, glaube ich, haben wir wirklich noch eine ziemliche Unterversorgung. Also das ist, das wird immer häufiger, was du sagst. Die Essstörung ist natürlich der Klassiker, aber auch alle anderen möglichen Angst, Zwang, das nimmt wahnsinnig zu, der Bedarf. Also das ist wirklich ein Phänomen und das ist tragisch. Also das berührt mich auch immer am meisten, wenn ich sowas höre. Ja, also das war für mich wirklich, wo ich dachte, nee, kann nicht sein, weil es eigentlich, sag mal, ein lebenslustiges Mädel ist. Wo man das eigentlich nie erwartet oder ich jetzt nie erwartet hätte irgendwo. Wobei, ist halt die Frage, bei wem erwartet man es? Also ist auch wieder jetzt blöd gesagt gewesen. Ja, ich glaube, es ist so schwer, die Krankheit zu verstehen und zu erklären. Deswegen glaube ich, ist es auch nicht so einfach zu erraten, wann bist du mal krank, wann bist du nicht krank. Es gibt, man sagt ja, dass bis zu 20% der Bevölkerung einmal in ihrem Leben auch Unterstützung brauchen könnte. Und das würde ja helfen. Also es ist, glaube ich, viel mehr, als man denkt auch. Das glaube ich. Ich habe da in dem Zusammenhang, hatten wir dann auch mal so ein bisschen natürlich geresearched, weil es uns eben da halt auch persönlich mit betroffen hatte. Und da sind wir auf so eine, oh Gott, wahrscheinlich drücke ich mich jetzt total laienhaft aus, aber so eine Art Elektroschocktherapie oder Elektrostimulation direkt am Gehirn oder sowas drüber gestolpert. Ich weiß nicht, weißt du, wovon ich rede oder war das jetzt zu? Ja, die Elektrokrampftherapie meinst du. Die wird in den Psychiatrien viel eingesetzt, glaube ich. Also es ist viel, weiß ich nicht, ich kann nichts über die Häufigkeit sagen. Ist, glaube ich, ein politisch extrem kontroverses Thema auch. Wenn ich mit Psychiatern darüber spreche, treffe ich immer wieder welche, die absolute Verfechter sind und die gesagt haben, der und der Patient, dem hat nur das geholfen. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen, Tom. Aber ich weiß, dass es in Psychiatrien noch an verschiedensten Stellen eingesetzt wird. Aber wir machen das nicht bei uns in der Psychosomatik. Okay. Ich habe gedacht, ich bin da auch einfach nur mal irgendwo in so einer Nischenseite drüber gestolpert und gedacht, so, hört sich in Anführungsstrichen logisch an, wie es erklärt wird. Aber viel mehr haben wir da auch nicht wirklich im Netz drüber gefunden. Ja, gehört auf jeden Fall auch zur Schulmedizin, wird von den Krankenkassen bezahlt und gibt einige, die drauf schwören. Aber das ist sozusagen, gehört quasi zum anderen Fach, zur Psychiatrie, also nicht zur Psychosomatik. Ah, okay. Und du hast vorhin noch kurz gesagt, wo ich hier auf die Depression angesprochen habe, dass es auch noch um weitere Klassiker ansonsten geht und da hast du speziell Essstörungen genannt. Wie meinst du das? Meinst du, Essstörungen sind sehr klassisch für diese Altersgruppe oder dass Essstörungen generell einfach mehr kommen in den letzten Jahren? Also ich glaube, dass die Essstörung häufig schon relativ jung ausbricht und ich glaube auch, dass die Fallzahlen zugenommen haben, wie eigentlich fast alle Fallzahlen zugenommen haben. Und es ist aber so, dass die Moment, jetzt habe ich einen Faden verloren, ich komme gleich wieder. Genau, es gibt eine sehr lebhafte Diskussion darüber, ob der Grund für die erhöhten Fallzahlen derjenige ist, dass einfach irgendwie was mit unserer Gesellschaft nicht stimmt oder ob einfach nur mehr Angebot geschaffen wurde und deswegen einfach auch häufiger Leute eine Diagnose verpasst kriegen. Ja, okay, das kann natürlich auch durchaus sein. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema. Gerade so diese, ich meine, wenn sich jemand jetzt einen Arm bricht, dann weiß man, jo, Knochen kaputt, Arm gebrochen. Das ist halt was, das kann man sehen, anfassen, das versteht man. Aber ich glaube, so gerade psychische Sachen, da tun sich viele Leute echt schwer, das zu verstehen und zu erkennen. Gibt's denn dann so aus deiner Sicht irgendwelche Anhaltspunkte, wo ich merke, jawohl, ich habe anscheinend wirklich eine Depression und nicht einfach nur mal 2-3 schlechte Tage hintereinander, was ja sicherlich jeder mal hat.
Ja, also ich denke, wer eine Depression wirklich hat, der merkt dann schon, wenn es ihm wirklich schlecht geht. Es gibt auch mittlerweile viele Angebote mit Fragebogen, wobei ich denke, man sollte schon noch einen Arzt aufsuchen, beziehungsweise einen Psychotherapeuten, wenn man den Verdacht hat, dass man, ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Leute, die in eine Depression hineinrutschen, selber sich das nicht eingestehen wollen, wie schlecht es ihnen eigentlich schon geht und deswegen das dann auch verschleppen. Und ich denke, das nächste Problem ist, dass außerhalb von Großstädten die Versorgung nicht so wahnsinnig gut ist und es dann auch relativ schwierig werden kann, kompetente Hilfe sich zu suchen. Und das dann häufig sehr, sehr spät ist, erst wenn die Leute dann in die Versorgung kommen und deswegen wir so wahnsinnig viele stationäre Betten haben, wo die Leute dann sehr, sehr lange in den Klinikenbereich bleiben. Ich glaube, wenn man es niederschwelliger machen würde, und ich glaube, da wird uns vor allem das Internet jetzt einige Angebote bringen, wo die Leute viel früher aufgegriffen werden und vielleicht auch viel schneller erstens mal realisieren, in welchem Zustand sie sind, dann auch akzeptieren, dass sie tatsächlich eine Krankheit haben und dann nicht so wahnsinnig krank werden, wie sie dann heute werden oft. Ja gut, klar, wenn es früher erkannt wird, dann kann man einfach schneller was dagegen machen. Genau. Ja, okay. Jetzt mal, also erstmal danke für so die medizinische Diskussion. Diesen Einblick in die Richtung. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr auf das Unternehmerische rüberschwenken. Und zwar, wie gesagt, du hast ja mehrere Firmen, die du mitsteuerst oder auch teilweise mit investiert bist. Was ist denn für dich so das Beste an deinem Beruf, nennen wir das mal, oder an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du tust? Du, was mich am meisten begeistert, ist eigentlich die Gestaltungsfreiheit, die ich habe. Es ist ja so, dass ich mit meiner Frau zusammen das übernommen habe 2007 und dadurch, dass mein Vater 1990 verstorben ist und ich eigentlich der Alleinerbe sozusagen war des Unternehmens, bin ich jetzt auch ganz allein in der Firma drin und das ist schon eine wahnsinnige Freiheit, die ich da habe. Und wenn ich mit anderen Unternehmern drüber spreche, das ist schon toll, wenn man so alleine gestalten kann. Ja, das ist so das, was mich am meisten begeistert. Das heißt, deine Position in der Firma, also rein ja, organisatorisch und unternehmerisch, bist du praktisch dann der Geschäftsführer auch der Firmen oder was ist deine offizielle Position? Genau, also ich bin quasi der geschäftsführende Gesellschafter. Ich habe neben mir noch einen Mitgeschäftsführer und dann sind unter uns eine zweite Reihe an Geschäftsführern mit 5 Geschäftsführern, die unsere 4 Geschäftsfelder abdecken, quasi, die dann direkt an mich berichtet. Okay. Die 4 Geschäftsfelder, kannst du die nochmal kurz nennen? Das eine ist unsere Ausbildungsakademie. Oder unsere, wir haben sie jetzt zusammengelegt in eine sozusagen. Dann unsere ambulanten Zentren, die Comedicoms. Dann große psychosomatische Klinik. Dann die Reha-Klinik. Genau, das sind die 5 und dann noch die Tageskliniken, genau. Das sind die 5 5 Geschäftsführer und Geschäftsfelder tue ich immer die Psychosomatik, die Tageskliniken und die stationäre Klinik in 1 sozusagen zusammen, weil das ja ähnlich ist. Hast du in den letzten Jahren eine Veränderung gemerkt, wo man sagt, okay, der Geschäftsbereich hat eine höhere Nachfrage oder läuft besser als der andere Geschäftsbereich oder ist das in den ganzen Jahren immer in etwa gleich geblieben? Wir reden ja fast immer von Versorgungsbereichen und nicht nur von Geschäftsbereichen. Also, wo du eine ungebrochen hohe Nachfrage hast, ist im ambulanten Bereich. Da gibt es immer viel, viel mehr Patienten, als man dann selber versorgen darf. Da quasi hat man so seinen Kassenarzt sitzen, über den darfst du eine gewisse Anzahl Patienten versorgen und stellst Leute ein und da hast du auf jeden Fall immer eine Warteliste. Dann im ganzen psychosomatischen Bereich hat die Nachfrage schon, die ist ungebrochen stark. Ich hätte nie geglaubt, dass so viel Kapazitäten aufgebaut werden können und plötzlich auch noch
eigentlich immer noch Wartezeiten von den Patienten, von Patientenseite erzeugt werden. Also wir haben ja unsere Tageskliniken aufgebaut in München, das ist mit 108 Plätzen jetzt die größte Tageskinik Deutschlands. Die haben wir 2014 eröffnet. Da war das schon so ein großes Wagnis und wir haben gesagt, Mensch, also schaffen wir es da 36 Plätze zu füllen, und die war eigentlich vom ersten Tag an voll. Also das war etwas, was in der Stadt fehlte, dass man da so ein tagesklinisches Angebot hat, wo man von Montag bis Freitag einfach ganz intensiv in eine psychotherapeutische Komplexbehandlung gehen kann. Und das ist also irre. Und ich habe damals die Tagesklinik eben auch gesagt, sollen wir jetzt aufbauen und nicht unsere stationäre Klinik weiter aufbauen. Unsere stationäre Klinik haben wir im selben Zeitraum von etwa 100 Betten auf jetzt 160 Betten erhöht. Und da habe ich schon gedacht, naja, also stationär, da haben wir eigentlich schon zu viel in Bayern, aber da sind, und auch in Deutschland, und da sind aber parallel quasi zu unseren Kliniken, sind da teilweise Kliniken mit 180 Betten aus dem Nichts entstanden. Also da habe ich den Bedarf, muss ich sagen, ziemlich unterschätzt und habe mich so auf diesen ambulanten und teilstationären, also teilkonzentriert. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine wahnsinnige Nachfrage da ist, wenn man die Strukturen schafft. Mhm, krass. Also da bin ich jetzt auch sehr überrascht, muss ich gestehen. Ja. Spürst du denn, weil ich meine, in Deutschland meckern ja alle, zumindest gefühlt finde ich, wird das immer schlimmer, übers Gesundheitssystem, von wegen, dass irgendwelche Leistungen nicht bezahlt werden, und das nicht nur bei Kassen, sondern teilweise ja mittlerweile auch bei privaten Kassen, also nicht nur bei gesetzlichen, sondern mittlerweile auch bei privaten Kassen. Spürst du da irgendeinen Unterschied in den letzten Jahren, wo du sagst, jo, das ist wirklich schwieriger geworden, bestimmte Leistungen bei den Kassen durchzukriegen? Oder würdest du jetzt sagen, nö, da hat sich nicht wirklich was geändert, aus unternehmerischer Sicht jetzt? Also die Kassen schwimmen in den letzten 10 Jahren im Geld. Wir haben jetzt 44 oder 45 Millionen Pflichtversicherte in Deutschland. Ich glaube, vor 10 Jahren waren es noch irgendwie 36 Millionen. Also die haben 20% mehr Leute, die ins Versicherungssystem gekommen sind, weil unsere Arbeitslosenversicherung, unsere Arbeitslosenzahl gesunken ist und aus verschiedenen anderen Faktoren. Und gleichzeitig werden ständig auch die Beitragsbemessungsgrenzen erhöht. Also die deutschen Krankenkassen schwimmen im Geld und es ist also unvorstellbar, wie großzügig mittlerweile alles geworden ist, auch bei der Leistungsgewährung. Also ich glaube, dass die Versorgungssituation sich für die Versicherten in Deutschland in den letzten 10 Jahren extrem verbessert hat. Wenn man es objektiv betrachtet, wir haben viel, viel mehr Ärzte, wir haben viel, viel mehr Krankenhausbetten und so weiter. Und wir haben leider eine ganz vergiftete Situation auf Bundesebene. Ich bin ja selber jetzt als Vorsitzender des Verbands der psychosomatischen Krankenhäuser von Deutschland momentan relativ eng auch drin. Also ich muss hier gleich flaggen, dass ich jetzt hier natürlich auch Interessensvertreter bin, ja. Aber ich muss, also bei den Krankenkassen gibt es viele Vertreter, mit denen ich echt gerne und ausführlich mich unterhalte und auch gerne verhandle, aber es wird teilweise schon so ein bisschen eine vorwurfsvolle Diskussion geführt, über wie unser Krankenhauswesen strukturiert ist. Es wird wirklich auch unnötig schlecht geredet, und auch die Krankenkassen werden dann von der Bertelsmann Stiftung und von anderen werden die Krankenhäuser, aber auch die Krankenkassen angegriffen. Und also die Deutschen sind tatsächlich Weltmeister darin, alles schlecht zu reden. Ich habe neulich mal eine ganz hitzige Diskussion geführt, in welchem anderen europäischen Land sich denn die Person, die sich da gerade beschwert, gerne behandeln lassen würde. Und dann sagte die mir ganz stolz Skandinavien. Ja, momentan wird das Skandinavien immer so als das große Beispiel hochgehalten. Und ich habe vor kurzem einer skandinavischen Freundin geholfen, dass sie ihre Mutter zu einer Tumoroperation nach Heidelberg bringen kann, weil sie in Skandinavien 3 Monate hätte warten müssen und keine freie Arztwahl hatte. Okay. Das Beispiel habe ich dann auch genannt, und die Person hat mir dann erklärt, also genauso soll das bei uns auch sein, weil bei uns viel zu viel Angebot ist und es sei qualitativ schlecht. Und da habe ich nur geantwortet, also das sagen Sie jetzt nur, solange Sie nicht betroffen sind. Also ich glaube, wir haben eine wahnsinnig gutes Angebot, in dem die Leute extrem schnell Hilfe kriegen auf einem qualitativ sehr, sehr hohen Niveau.
auf internationalem Vergleich extrem niedrigen Preisen. Sorry, Tom, da hast du jetzt echt gerade was für mich ausgelöst mit der Frage. Ich finde, also dass die Diskussion, auf welchem Niveau die gerade geführt wird, das kann ich häufig nicht nachvollziehen. Ich meine, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt zu viele Krankenhäuser teilweise in Deutschland, das muss man schon sagen. Und es gibt vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Krankenkassen. Aber dass man da jetzt gleich so den Notstand herbeiredet, da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, ob das sein muss. Ja. Ja, okay. Nee, das war mal interessant, mal wirklich deine Meinung dazu zu hören. Weil wie gesagt, das, was ich halt so mitkriege, das ist ja wirklich rein subjektiv, was so, ich sag mal, in den sozialen Medien rumkursiert, das sind halt ja keine wirklichen Fakten. Aber wenn du jetzt sagst, von wegen, die Kassen hatten noch nie so viel Geld wie jetzt und es gab noch nie so eine hohe Versorgungsdichte und so weiter, ich meine, das sind ja einfach Zahlen, Daten, Fakten, die sind ja belegbar. Also von daher, das glaube ich dir auch, dass das genauso ist. Ja, klar. Es gibt viele Missstände, Tom, also über, unter Fehlversorgung und so weiter. Aber ich glaube, es gibt nichts Komplexeres als ein Gesundheitssystem für eine wohlhabende Nation zu organisieren. Da musst du harte Entscheidungen treffen. Und ich finde, wir haben ein ziemlich gutes System. Ja, das denke ich auch. Also ich habe ja den direkten Vergleich hier zu den USA. Und hier in den USA ist wirklich so, letztens habe ich mir ein Schultergelenk gebrochen gehabt von ein paar Monaten. Und da musste ich hier in die Notaufnahme, sind wir hingefahren. Und das allererste, was du machen musst, ist wirklich eine Vorauszahlung mit Kreditkarte. Es wurden mir, glaube ich, pauschal erstmal, ich glaube, irgendwas mit, weiß nicht, 300, 400 Dollar oder sowas abgebucht, als Deposit sozusagen. Dann ging halt die eigentliche Behandlung und hast du danach entweder Geld zurückgekriegt oder es wurde nochmal mehr abgebucht. Aber wenn ich die Kreditkarte nicht hingelegt und auch direkt erstmal bezahlt hätte, einen Pauschalbetrag, wärst du erst gar nicht drangekommen. Du, und was hast du dann, das war dann einfach nur das Gespräch, oder? Es wurde geröntgt und es war ein Gespräch und mal kurz Hand auflegen und gucken, ach, kannst du wirklich nicht bewegen? Und Röntgen hat gezeigt, jupp, da ist wirklich ein Gelenk kaputt. Und das kostet in Deutschland so 60, 70 Euro. Ja. Also das ist wirklich, und du hast wahrscheinlich einen kompetenten Arzt, der dir das macht. Also das ist aber schön, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Ja. Klar. Ich habe gedacht, das war halt jetzt, weil es recht frisch bei mir halt drin war. Und also ich denke auch, das Gesundheitssystem in Deutschland muss sich von meiner subjektiven Meinung nicht hinter anderen Ländern verstecken. Also auch schon gar nicht hinter Ländern jetzt wie USA oder sowas. Also das genau. Überhaupt nicht. Wenn man dich jetzt so erzählen hört über die verschiedenen Firmen, Investitionen und so, dann könnte man jetzt denken, von wegen, Mensch, der Billy, das ist echt ein Tier, der hat's wirklich drauf. Alles, was der anpackt, wird zu Gold und der macht keine Fehler und alles läuft rund. War das wirklich so oder gab es da auch mal so einen großen oder mehrere oder vielleicht so einen großen Fehler, wo du gesagt hast, ja, der hätte wirklich nicht unbedingt sein müssen? Und wenn ja, was ist da genau passiert? Also Tom, es gibt bei mir eine Folie der Schande. Ja? Und das, die habe ich für mein Management-Team gezeichnet. Und da stehen meine ganzen Fehler drauf und die zeige ich einmal pro Management-Retreat. Und ich sage dazu auch immer eins, und all die Dinge, die gut gegangen sind bei mir und bei uns, ja, weil ich meine, wir sind ein Team, die sind nur gut gegangen aus Gründen, die ich nicht vorhergesehen habe. Ja. Also da möchte ich sozusagen dieses Bild, das du gerade gezeichnet hast, komplett runterreißen. Ich glaube, Erfolg hat man wirklich nur dann, wenn man sich auf den Weg macht und Dinge wagt und dann passiert alles auf dem Weg. Ja, echt. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist, da ist wirklich viel Wahres dran und das macht dich auch echt sehr sympathisch, dass du ja nicht einfach sagst wegen, ja, so als heroischer Unternehmer, da macht man doch keine Fehler, sondern dass du sogar wirklich eine komplette Folie der Schande hast. Das muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Habe ich so in dem Sinn auch noch nicht gehört. Cool. Billy, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort und einem kurzen Satz zu antworten. Okay? Okay. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Wahrscheinlich die Angst zu versagen. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Das war, als meine Frau mir gesagt hat, ich soll nicht klagen, sondern schauen, dass ich
mich mit meinem Testamentsvollstrecker einige und möglichst schnell Kontrolle über die Firma kriege. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich glaube, meine Hartnäckigkeit. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich glaube auch meine Hartnäckigkeit. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Also vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, wenn man tief im Detail steckt, und das andere ist mit Bescheidenheit. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Ich glaube, als wir mitten in der Finanzkrise ein neues Klinikgebäude gekauft haben. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Also momentan würde ich mich am liebsten mit Satya Nadella mal zusammensetzen und mit ihm über Unternehmenskultur sprechen. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Wenn wir wieder etwas anbieten, was niemand anderes hat. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Tja, jetzt kommt Dr. Lieb. Wenn du schnell einen Arzttermin brauchst. Okay, schneller Arzttermin, ab zu Dr. Lieb. Genau. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ich lese gerade Range. Ich bin in den letzten Zügen von David Epstein und da geht es darum, dass man sich eben nicht zu schnell spezialisieren soll und dass es gerade eben gut ist, wenn man vielseitig interessiert ist, weil man so besser zu Lösungen kommt. Und so ein generell so ein offenes Mindset gepriesen wird. Und das finde ich ein richtig gutes Buch gerade. Das lese ich gerade sehr gern. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Und zwar die erste, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Boah, Tom, also ganz ehrlich, ich bin wirklich glücklich. Wenn ich was machen könnte, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, was momentan wirklich nicht geht, dann wäre das mal mit der Familie vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu reisen. Das würde ich gern machen. Okay, aber gut, das auch wenn es heute nicht geht, dann geht es vielleicht, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder nächstes Jahr. Ich glaube, das kriegt man dann schon irgendwie mal hin. Und gerade, du hast ja gesagt, du hast gute Geschäftsführer drin sitzen. Ich glaube, da kannst du bestimmt noch. Ja, hast ja recht. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für. Danke. Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben, also wenn das heute leben würde? Und warum genau diese Tipps? Also ich glaube, der erste Tipp wäre, er soll was Ordentliches studieren. Mhm. Nicht BWL, sondern irgendwas, wo er auch was lernt. Was ich schwer lernen musste, vielleicht war, dass ich mich nicht so schnell aufregen soll, sondern positiver denken soll. Da war ich vor allem als Jugendlicher war ich noch ziemlich impulsiv. Mhm. Und das Dritte ist vielleicht was ganz Persönliches. Nach dem dritten Bier wird es auch nicht besser der Abend. Ja. Ich habe nach meiner Internatskarriere einfach ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Maßhalten manchmal auch ganz gut tut. Das sage ich meinem Sohn aber auch immer und er erinnert mich dann auch immer dran. Ja, aber gut, ich glaube, da kann sich auch wieder viele mit identifizieren. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Das heißt, was Vernünftiges studieren oder vielleicht im Allgemeinen gesagt, was Vernünftiges lernen, in welche Richtung auch immer. Ja. Dann entspannter bleiben, also nicht sofort wie so ein HB-Männchen an die Decke gehen, wenn man irgendwas nicht so läuft, wie man will, und Maß halten. Ich glaube, das kann man nicht nur auf das dritte Bier beziehen, sondern ich glaube, das kann man auf so ziemlich alle Konsumgüter beziehen. Von daher finde ich die drei Tipps eigentlich ziemlich cool. Ja, super. Du hast aus meinem dritten Tipp tatsächlich was stimmt. Absolut.
Danke, Tom. Sehr gerne. Cool. Billy, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich eine sehr interessante, eine sehr vielseitige Story vor allen Dingen. Halt wirklich so mit mehreren Firmen zu jonglieren und so. Also ich fand das echt sehr interessant, sehr spannend, so diesen Einblick bei dir zu bekommen. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können, beziehungsweise über deine Firmen. Also, ein letzter Tipp. Ich bin letzte Woche mit einem ganz guten Freund von mir beim Abendessen gesessen und er hat mir seine unternehmerische Geschichte erzählt und er ist wahnsinnig erfolgreich und ich habe überhaupt nicht daran geglaubt, was er gemacht hat. Und ich habe an dem Abend wieder mal begriffen, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, was man genau macht, sondern dass man es mit Entschlossenheit macht und dranbleibt. Ich möchte gar nicht verraten, was es ist, aber es ist wirklich die Entschlossenheit und Dranbleiben ist wichtiger als und die Umsetzung ist viel wichtiger als alles andere. Das war für mich ja so ein Kerneinsicht. Und ich freue mich sozusagen, wenn alle Zuhörer an uns denken, wobei ich wirklich keinem Zuhörer jetzt mal prima vista wünsche, dass er uns braucht. Aber sonst gibt's auf ideamed wie idea und med.de Informationen über unsere Angebote, also bei psychischen Erkrankungen oder wenn eine schwere Operation quasi überstanden ist, eine Reha, das sind die beiden Dinge, die wir richtig gut können. Also wenn ihr da bei uns vorbeischaut, findet ihr Hilfe. Okay, perfekt. Danke dir für die Tipps und auch nochmal für die Kontaktdaten. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 632 oder den Namen Ludwig Klitsch in das Suchfeld ein oder auch Ideamed und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wir verlinken natürlich die Klinikgruppe Ideamed und natürlich auch das Terminportal Dr. Lieb in den Shownotes und genau, wenn da hoffentlich brauchst du es nie, da hat der Billy natürlich recht, aber wenn du es vielleicht doch mal brauchst, ist das, glaube ich, eine ganz coole Anlaufstelle für dich. Billy, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ich danke dir, Tom. Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.